Jo, servus Freunde. Kennst du das auch? Du bist zum Beispiel in deiner Wohnung und nimmst gerade ein Bad. Und als du mal kurz untertauchen willst, hast du plötzlich das Gefühl, dass du beobachtet wirst oder dass jemand in deinem Bad steht. Oder du wäschst dir deine Haare, nimmst ein langes Handtuch, beugst dich vielleicht kurz über die Wanne und hast plötzlich das Gefühl, es würde jemand hinter dir stehen. Dieses Gefühl hat man allerdings nicht nur zu Hause. Es ist spät abends und du gehst alleine einen Weg entlang und auch hier kann dieses Gefühl wieder aufkommen. Als ich mal am Abend so gegen 23 Uhr alleine in der Nähe eines Waldes spazieren war, hatte ich oft immer so ein Gefühl, als ob jemand hinter mir sein würde und drehte mich mehrmals um. Das Phänomen fängt schon in der Kindheit an, zum Beispiel Monster unter dem Bett sind in diesem Alter etwas völlig Normales, wird immer gesagt. Im Jugendalter kann dieser Furcht jedoch wieder verstärkt auftreten und sich steigern. Aber woher kommt diese Angst? Ist es einfach nur die Unsicherheit vor dem Unbekannten? Wir Menschen sind es ja gewohnt zu sehen und auf visuelle Reize zu reagieren. Wird uns diese Fähigkeit genommen, sind wir unsicher und auch unsere Fantasie spielt uns dann einen Streich. Sind daran vielleicht Horrorfilme schuld? Oder ist es einfach nur eine Urangst von unseren Vorfahren? Ja, dann lass es mich wissen. Ich würde mich über einen Kommentar freuen. Gerne kannst du mich auch in meinem Discord besuchen, darüber berichten oder mit uns darüber diskutieren. Der Link ist in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und sage wie immer bis zum nächsten Video. Okay.